Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Brude-Baustelle. Und ihr seht, wir sind diesmal nicht in meinem Keller, nicht in meiner Werkstatt, sondern wir sind heute in der Garage. Nicht in meiner Garage, in der meiner Schwiegermama, denn nur hier habe ich den Platz für mein nächstes Projekt. Und mein nächstes Projekt wird nicht eine Siebanlage, ein Kran oder ähnliches. Hat an sich jetzt nicht viel mit einem direkten Modell zu tun, sondern ich will mir eine Maschine bauen. Und Hintergrund ist eigentlich der, da surft man so mir nichts, dir nichts, etwas durch YouTube und stößt auf den Kanal von einem Onkel Phil. Und der stellt da seine Volksfräse vor. Und welch Frechheit, infiziert einen direkt damit. Ja, also ich habe diese Videos sozusagen aufgesogen. Ja, und ich kam nicht drum rum, ich muss das Ding bauen. Hilft alles nichts. Es ist eine Portalfräse und die, die mich öfters schon gesehen haben, wissen, dass ich in meiner Werkstatt unten eine Optimill stehen habe, die inzwischen auch auf CNC-Fräsen umgerüstet ist, aber die einfach nicht diese Verfahrwege bringt. Das heißt, hier habe ich zwar schön die Steifigkeit und alles, aber ich schaffe keine großen Stücke zum Fräsen. Und da ist so eine Portalfräse einfach unschlagbar. Ja? Und ja, ich verlinke euch auf jeden Fall mal den Kanal vom Onkel und auch die Volksfräse dementsprechend. Ich blende sie euch mal hier irgendwo ein oder hier, je nachdem, wo um mich herum Platz ist. Und so sieht das gute Stück dann irgendwo mal aus. Es ist Open Source, man kann alles runterladen von seiner Seite und es gibt eine Teileliste und man könnte jetzt noch die Größen verändern etc. Aber ich war jetzt hier relativ faul, denn mir fehlt so ein bisschen die Zeit, mich jetzt noch weiter da einzuarbeiten, sondern ich möchte das Ding bauen und fräsen. Und ja, hier hinten der Tisch ist schon relativ voll mit Teilen und ich würde sagen, wir gehen einmal ganz gemeinsam kurz durch, was momentan schon da ist. Ich hake das mal hier ab. Dann weiß ich auch, was ich noch bestellen muss. Und ja, ich konnte mich noch nicht zurückhalten und habe in meiner Werkstatt doch schon angefangen, denn die Teile kamen ja so peu à peu und die standen dann zuerst alle in meinem Keller in der Werkstatt. Und ja, wie es halt so ist, gell, das steht dann rum und dann musste ich leider Gottes schon mit dem ersten Teil anfangen. Das zeige ich euch auch gleich. Ja, dann gucken wir einfach mal, was wir schon alles da haben. Und was wir noch brauchen. Wie gesagt, Teileliste gibt es und ich habe jetzt hier zwei Teilelisten. Das ist einmal die vom Onkel direkt und das ist einmal von der Seite von Estelcam. Denn bei Estelcam ist eine wunderbare Anleitung für den Schaltschrank drauf. Das heißt, hier muss ja auch irgendwo dann am Ende des Tages Strom fließen, dass alles angeschlossen werden. Und hier ist auch eine Teileliste bei und eine sehr, sehr gute Anleitung. Ich habe natürlich im Internet noch weiter recherchiert. Es gibt schon ganz viele, die die Volksfräse bauen und hier auch schon Verbesserungen und Upgrades an den Start bringen. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich werde sie jetzt genauso bauen, wie er das gemacht hat. Und habe mich wirklich an diesen Teilekatalog gehalten, denn ich habe hier noch nie eine Portalfräse gebaut. Deswegen bin ich ganz froh, wenn man sich hier orientieren kann. Und wenn dann am Ende was nicht so ist, wie mir das gefällt, bin ich mir sicher, finden wir auch dafür eine Lösung. Ja. Jawohl, ich habe einige Sachen, wie gesagt, bestellt. Und ich zeige euch jetzt mal gleich das erste Trumm, das ich eben schon gebaut habe. So. Das ist das Portal. Das habe ich schon gebaut nach der Anleitung. Also einfacher hätte ich es mir nicht erdenken können. Das war wirklich, ich sage jetzt mal, in ein paar Minuten zusammengeschraubt. Ich sage euch ganz kurz, was ich gemacht habe, aber auch hier, ich verlinke euch, wie gesagt, alle Videos unten vom Onkel Phil. Gibt es auch die Anleitungen, beziehungsweise er zeigt es ja auch im Video, was er macht. Ich habe das eins zu eins laufen lassen, habe das mitgemacht. War natürlich deutlich langsamer wie er und trotzdem ging das super. Ich bin, also, genau. Wir können die Kleine gleich abhaken. Wie gesagt, das ist das Portal, wo dann der Schlüssel auch dran kommt. Und wir haken hier gleich ein paar Sachen ab, die ich ja hier schon verbaut habe.
Und ich bin auch den Links gefolgt. Also in der Teileliste sind Links und auf seiner Seite sind auch dementsprechend Verlinkungen zu bestimmten Shops, die die Sachen hier verkaufen. Und wir machen das relativ kurz. Wir haben hier die Aluprofile. Aluprofil 6, 60x60 leicht ist es übrigens. So, mit 94 cm. Wo sind sie denn da unten? Zwei Stück, die habe ich hier verbaut. Die sind da, das weiß ich. Die sind hier schon eingebaut. Im Endeffekt wird hier an der Seite nur mit einem 6er M6 Gewindeschneider viermal ein Loch, das Loch ist da, ein Gewinde geschnitten. Und hier werden dann die Schrauben eingedreht. Dann haben wir hier die zwei Schlitten, die Lager mit dem entsprechenden Führungswagen, heißen sie, glaube ich. Und das ist jetzt hier Linearführung SBR 16 mit 80 cm, 30 Linearführungen, 80, zwei Stück. Die sind hier auch schon verbaut. Mit den Wagen dazu. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu den Highlights, beziehungsweise da, wo ich es mir wirklich leicht gemacht habe. Das hier sind einmal die Portalwangen links und rechts. Das ist die Befestigung hier. Und noch ein ganzer Karton voll. Das ist die Befestigung, wo die Spindel nachher dran kommt. Das ist die Motorbefestigung für die Spindel. Noch ein Teil. Das war's auch schon. So, das sind Alufrästeile und ich glaube, ursprünglich war der Plan, man stellt hier das Ganze aus Holz zusammen oder lässt es fräsen und wenn man das aus Holz macht, dann hat man am Schluss eine funktionierende Fräse und kann sich dasselbe aus Alu fräsen. Ich war hier faul und es gibt einen Frästeilesatz für die Volksfräse, habe ich mir bestellt, ich glaube Jasper, ich muss gerade gucken, irgendwo steht es drauf, Bruno Jaster, Jaster C&C Technik, der hat es im Angebot und ich muss sagen, wenn ich mir überlege, das Alu selber zu verarbeiten, kostet ja auch Geld, also das Roh-Alu und hier mit etwas Aufpreis für den Bruno habe ich das Ganze schon fertig und kann wirklich die Fräse halt in einem Rutsch bauen und muss danach nicht wieder was ausbauen, um das dann auszutauschen. Ja, also wie gesagt, diese beiden Portalwangen, also es ist auch, die kamen, ich kann sie gar nicht mehr aus der Hand legen. So, das hier sind die Teile, wie gesagt, die sind hier alle drin. Kann ich jedem nur empfehlen, der das machen möchte. Und ich hake das jetzt hier einfach mal ab. Das habe ich irgendwo hier, Winkelsatz für, den Winkelsatz habe ich auch, genau. Also, ihr seht, hier sind schon ganz viele Farben. Ich gehe jetzt nicht jede Schraube mit euch durch. Da habe ich schon ein bisschen was farblich markiert, wo ich weiß, das habe ich da. Wie gesagt, das ist das Portal. Das ist auf jeden Fall da. Den Rest schauen wir nach. Dann habe ich Aluprofile bestellt und die kommen hier von Alcom. Die sind fertig zugeschnitten. Man kann die Maße genauso eingeben im Endeffekt, wie sie hier verlangt werden. Und da ist dann dabei Winkelsatz, Aluprofile, Nutensteine und so weiter. Ich zeige euch das gleich einmal. Das habe ich alles da, dass wir im Endeffekt den Rahmen weiterbauen können. Das heißt, hier habe ich nochmal die Aluprofile für den unteren Unterbau. Nehmen wir mal gerade dahinter. Dann habe ich hier nochmal Aluprofile. Die sind im Endeffekt hier für die Seite, beziehungsweise für vorne und hinten. Habe ich alles dort bestellt. Ich habe hier einen einzigen Vergleich gemacht, weil, wie gesagt, es ist zweimal ein Link drin, einmal auf der Teileliste und einmal auf seiner Seite. Springt eigentlich nichts um, gerade wurscht, ja, wo ihr das bestellt. Ja, Portalwagen hier links. Spindelplatte, das ist ja alles hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl.
Die Positionen 7 bis 23, nur damit ich drauf eingehen kann, das sind die hier oben, das sind 3D-Druckteile. Ihr könnt in der Community, findet ihr einige, die die 3D-Druckteile anbieten und dementsprechend verkaufen, für alle, die noch keinen 3D-Drucker haben, ist überhaupt kein Problem. Da findet sich mit Sicherheit irgendjemand, der die druckt. Ich drucke die aktuell selber. Es sind knapp die Hälfte, sind schon durchgelaufen. Ich drucke das in PETG, weil das einfach stabiler ist als das PLA. Und das sollte jetzt natürlich hier sein. Es sind keine tragenden Teile. Die tragenden Teile sind alle aus Alu. Aber diese Teile sollten natürlich nicht gleich irgendwo zu bröseln. Deswegen drucke ich die natürlich auch, wie die Empfehlung übrigens auch ist, habe nicht ich mir überlegt, sondern das ist die Empfehlung, in PETG. Ja. Wie gesagt, die laufen noch. Das muss ich drüben dann in der Werkstatt am Drucker gucken, was hier noch fehlt. Aber wie gesagt, die meisten Sachen sind schon da, dass das hier auch wirklich schnell weitergeht. Was haben wir noch? Wir haben hier noch Führungsschienen, die Linearführungen. Die kommen hier in diesem hübschen Paket. Die habe ich zusammengestellt mit... Das sind übrigens überall diese S, wie heißen sie? SBR16. Das sind jetzt die langen mit... Nicht mit 30, sondern Führungswagen, Schlager, Kugellager, Linearführung 30, Linearführungen 80 Hammer. Wenn ich so dünn finde, Großlager. Da, 1,20 Meter. So, die sind also auch da. Mit denen geht es im Endeffekt jetzt auch dann direkt weiter, damit wir möglichst bald das Grundgestell haben. Mit dabei sind die ganzen Wagen, die sind hier drin. Auch hier bin ich blind links den Links gefolgt. Wer die Zeit hat, wer die Lust hat, kann natürlich vergleichen. Tatsächlich waren so bestimmte Sachen bei Amazon günstiger als dort, denn der kostet natürlich, also ich habe über den Link hier, was ist das, AliExpress bestellt. Und hier sind teilweise auch Versandkosten relativ hoch, da muss man mal ein Auge drauf haben. Das hier sind die Füße, auch in 60x60 Alu, jetzt Aluprofil 6, 60x60 leicht ausgeführt. Aber hier kann ich euch das kurz zeigen. Hier sind die Löcher schon drin und hier wird nur das Gewinde reingeschnitten bei dem Portal. Ist also alles überhaupt kein Problem, hat auch auf Anhieb perfekt gepasst. Deswegen, also da überhaupt kein Stress. Aluprofile habe ich alle, Linearführung habe ich auch. Ich habe noch eine Linearführung. Das müsste die hier sein. Ne? Ach! Es kamen viele Päckchen die letzte Zeit. Es kamen wirklich viele. Also zum Leidwesen meiner Frau muss ich ja wirklich sagen, dass wenn ich vom Arbeiten kam, irgendwo so ein Haufen Päckchen getürmt war. Und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich muss jetzt das ganze Zeug raus aus der Werkstatt in den Keller verfrachten. Es hat echt keinen Zopf mehr, wenn bei mir alles voll steht mit Kartons. Zwischendrin dann noch die anderen Umbauten machen, Kundenbestellungen und auch hier Kundenware zwischendrin. Hat alles keinen Zweck, deswegen. So, das hier ist eine Jahrführung 30, Loslager. Flanschmotor, Zahnriemenrad, Riemenrad, Linearführung. Das ist eine Welle. Welche auch immer, unter was das auch immer gefüllt ist. Loslager und Festlager, das sind die zwei. Wie gesagt, das ist alles verlinkt, das muss ich keiner auswendig lernen. Ihr seht, ich bin da genauso. SFU wird es wahrscheinlich sein. 12x30. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Dann haben wir nochmal die Führung, die Linearführung ist das, müsste das sein. Was haben wir noch? Da kam noch mehr aus diesem Haufen oder aus dieser Bestellung. Ich guck gerade mal. Den Karton habe ich gesucht. Den Karton habe ich gesucht, denn hier ist, können wir jetzt nochmal den Rest abhaken.
funktioniert einwandfrei. Bei den Versandhäusern gibt es nur ein Klebeband. Immer das gleiche. Immer das gleiche Klebeband. Damit auch keiner weiß, wo es herkommt. Hier haben wir nochmal die Führungswagen. Das waren übrigens so Sets. Also die sind schon komplett. Das sind nochmal zwei Stück. Das hier sind nochmal Linearführungen SBR 16 mit 30 cm. Auf denen soll dann die Spindel hoch und runter gleiten. Also die Dinger haben auch Gewicht. Bin gespannt, ob ich das Teil am Ende noch überhaupt bewegen kann. Also, Kugellager, Linearführung 2, das haben wir. Festlager, Loslager, SFU, würde ich jetzt mal sagen, Flanschmutter und das Gehäuse. Dann haben wir noch Riemenrad, die Nietmuttern, die fehlen. Nietmuttern, die braucht ihr für die 3D-Druckteile. Das ist super, die werden beim Lötkolben einfach da reingeschmolzen. Hervorragend, aber die fehlen noch. Und bevor die nicht da sind, kann ich vermutlich mit größter Wahrscheinlichkeit die 3D-Druckteile nicht richtig montieren. Ja, das ist doch los. Jetzt haben wir was, das war zum Beispiel jetzt hier da drüber über den Link. Da hat die Community mir sehr nett geholfen. Das sind die, womit sind sie überhaupt die richtigen? Die Steckketten. Damit die Kabel hier sauber laufen können. Ich habe jetzt hier drei Päckchen. Das habe ich ausgerechnet, das müsste von der Länge her gerade so passen, dass ich damit arbeiten kann. Dann haben wir... wieder was ich mir einfach gemacht habe, oder immer noch einfach gemacht habe. Das hier ist noch das Zubehör, das sind ganz Nutensteine und alles, was von Alkauf kommt, mitkam. Das sind Nutensteine, Automatikverbinder, Abdeckkappe, Winkelsatz, das ist hier alles drin. Kommt, wie gesagt, komplett. Ich habe ein bisschen mehr Nutensteine, glaube ich, bestellt, weil es halt eh 100 Stück sind in einer Packung, oder die Verpackungseinheit waren 100. Deswegen, nein, dann lässt es gut, und wenn mir hier was runterfällt, dann bin ich auch froh, wenn ich noch ein bisschen was über habe. Dann haben wir hier Riemen. Riemenrad 3M15. Riemenrad 3M15. Also der Zahnriemen, der hier gekommen ist. Auch gleich zur Seite. Dann haben wir... Das sind aber keine... Das hier wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Ich habe Schrauben. Ich habe jede Menge Schrauben. Ich habe hier Schrauben, ich habe drüben Schrauben. Und trotzdem war ich faul und habe bei ABS über den Link den Schraubensatz für die Volksfräse bestellt. Hier sind alle Schrauben drin, es sind auch ein, zwei Schrauben immer noch mal mehr drin, als die man braucht. Und wenn ich mir nachher anschaue, oder beziehungsweise euch das mal zeige, wir haben hier alles, was jetzt hier unten grün ist, das sind alle Schrauben. Das ist Position 57 bis 92, das heißt fast die Hälfte der Liste sind nur Schrauben, Inbusschrauben, Beilagscheiben und so weiter. Ganz ehrlich, bis ich das rausgesucht habe, habe ich das Ding dreimal bestellt. Dann nutze ich meine Zeit lieber sinnvoll. Zumal ich ja jetzt auch nicht überall nur drei Schrauben. Dann kriege ich hier von dem einen Beispiel Inbusschraube, 6x25, 8 Stück. Ja, ist ja schön. Ja. Dann kann ich mir einen 50 Stück Karton kaufen. Dann habe ich jetzt hier irgendwo mal das Schraubenlager schlechthin. Völliger Quatsch. Also, ABS Maschinenschutz GmbH, Schraubensatz für die Volksfräse. Ich kann es nur empfehlen. Kauft euch das Ding, habt ihr alle Schrauben da. Spätestens, wenn ihr das Ding aufbauen wollt und euch irgendwelche von diesen blöden Schrauben fehlen, sage ich euch gleich, das macht keinen Spaß sonst. Das ist mal, glaube ich, das Volksfräsen-Set, oder? Also, Nietenmutter fehlen mir noch.
Mir fehlt noch mal ein Riemenrad irgendwie. Da war nichts mehr drin. Das ist nicht komisch. Na, vielleicht passt noch auf. Ah, das dicke Riemenrad fehlt mir noch. Nein, ich hab die irgendwo. Moment. Da habe ich die alles super. Ah, da kommen noch Sachen. Da kommen noch Sachen raus. So. Schon ist weg. Schon ist es weg. Also, ich habe die induktiven Metallsensoren M8 hier. 3 Stück stehen auf der Liste. Ich habe 4 bestellt, denn ich kenne das von meiner anderen Fräse. Was ist das? Irgendein Akku geladen, scheint mir. Ich habe bei meiner anderen Fräse mal einen zerdeppert. Deswegen, weil der hat nicht reagiert und ich bin dagegen gefahren. Blöd. Kostet einen Apfel und ein Ei, habe ich einen mehr mitbestellt. Macht mir überhaupt nichts. Dann habe ich hier die Kugellager. Das sind die Flanschkugellager, die auf der Liste stehen. Wir haken hier mal schnell ab. Induktionsmetalldinger. Ah, die Winkelprofile fehlen mir noch. Da wusste ich noch nicht was oder welche oder wofür die überhaupt sind. Jetzt weiß ich es. Es ist übrigens in der Datei eine Volksfräse komplett, ich glaube eine Step-Datei, die könnt ihr mit der kostenlosen Version von Autodesk öffnen und könnt alle Teile einzeln einblenden, ausblenden, die Benennung anschauen und so weiter. Das ist hervorragend, das ist wirklich hervorragend. So, die Schleppketten sind da, die Nietmutter, wie gesagt, ist fehlen, die Schrauben haben wir komplett, die habe ich in einem Rutsch bestellt. Die Aluprofile eben auch, das Riemen, die Flanschlager sind da, brauchen wir 16 Stück, ich glaube ich habe 20 oder so, 2x10, kann man auch nie genug haben. Das hier müssten die Riemenräder sein, Riemenräder mit 30 Zähnen, bin ich mir relativ sicher. Riemenrad, da brauche ich 5 Stück von. Das sind die Riemenräder. Hier kann man, glaube ich, in die Schrauben hier rein. Da sind Schrauben noch mit dabei. Da sind nochmal 3. Jawohl. Also ich habe ein bisschen mehr eingekauft, als ich brauche. Aber das Problem ist, wenn ihr natürlich. Die Tüte hat ein Loch. Wenn ich natürlich sage, ich bestelle das Ganze irgendwo in Fernost, ist es günstig, aber wenn halt irgendwas fehlt oder kaputt geht, dann warte ich wieder ohne Ende auf Ersatzteile. Deswegen. Das waren die Riemenräder. Also die Kugellager fehlen noch. Die Riemenräder habe ich. Hier fehlt noch ein Riemenrad. Aber ist hier ein größeres mit dabei. Ja, das, da ist das 8 mm noch mit dabei. Riemenrad mit 8. So. Zahnriemen. Nietmutter. Zahnriemen. Der obere Zahnriemen fehlt noch. Also es fehlt noch einer, der komplett geschlossen ist. Der fehlt noch. Also der taucht jetzt noch in der Kiste aus und ich habe es noch gar nicht mitgekriegt. Wir werden es sehen. Also das ist mal hier jetzt im Endeffekt alles, was wir hier auf der Liste haben. Was fehlt noch hier? Die Grundplatte, das zeige ich euch gleich. Winkelprofile, ein paar Sachen fehlen, wie gesagt, noch die Drucksachen, die zeige ich euch auch noch. Aber nicht heute, denn die sind drüben und laufen, wie gesagt, immer noch. Dann haben wir eine Frischspindel. Und ich habe mich hier entschieden, ich zeige es euch einmal ganz kurz, für eine Frischspindel. 2,2 kW und zwar luftgekühlt, nicht wassergekühlt, luftgekühlte Frässpindel. So schaut das ganze Ding aus. Mit dem Stecker und mit einem ganzen Satz von diesen Fräseaufnahmen. Und hier kann ich jetzt spannen bis 13.
Ob das Millimeter sind oder Zoll, wir werden es sehen. Was ist denn hier noch drin? ER2010, ER20 ein Achtel. Ja, ein Achtel klingt eher nach Zoll. Das könnte ein Millimeter sein. Wir werden es sehen. Ich wollte auf jeden Fall, habe ich hier mal ein paar angeguckt und habe mir den rausgesucht, wo ich auch die größten Spannmöglichkeiten habe. Genau, also 2,3 kW luftgekühlte Spindel und dazu gibt es einen Frequenzumrichter. War ein Set, habe ich in einem Set gekauft. Ich habe keine Ahnung davon, bin ich ganz ehrlich. Ich muss hier viel nachlesen. Ich habe auch schon relativ viel dazu nachgelesen, wie zum Beispiel, dass ich eigentlich einen Elektriker brauche. Noch nie offen gehabt, dass ich eigentlich einen Elektriker brauche, um die richtig anzuschließen, denn die sollte über drei Sicherungen laufen und nicht über eine. Ich habe einen guten Bekannten, der kennt sich mit Elektrik aus, der sagt, es würde schon gehen. Das Problem ist, sobald was anderes dran hängt, wie jetzt mein Computer eben und die ganze Steuerung, ja, dann wird es haarig. Ja, und außerdem kann es natürlich sein, dass ich das ganze Netz störe. Ist jetzt auch nicht so das Beste. Also das ist der Frequenzumrichter. Hier sind gar keine Kabel dran. Ich hoffe, dass in der Anleitung alles erklärt ist. Was ich noch gucken muss, was ganz viele geschrieben haben, bezüglich der Erdung für die Spindel, dass man hier gucken muss, dass das Gehäuse scheinbar nicht geerdet ist. Also es ist zwar eine Erdungsleitung dran, aber nur für den Motor, aber die Spindel selber sei nicht geerdet. Da muss ich schauen, was ich da mache. Frässpindel steht hier noch drauf. Haben wir. Und hier steht noch 5x NEMA 23 1,9 Newtonmillimeter 2,8 Ampere Schrittmotoren. Die habe ich auch. Hier habe ich ein bisschen suchen müssen, denn die Standard NEMA 23 Motoren haben scheinbar weniger Ampere und auch weniger Drehmoment. Also mit 1,9 Newtonmetern. Da muss man echt suchen. Die sind jetzt von Stepper Online Anleitung. Ich zeige euch einen, ich packe jetzt nicht alle einzeln aus. Wir werden sie eh alle auspacken, wenn wir anfangen oder beziehungsweise das Ding dann weiterbauen. So sehen die aus. Und ja, die werden dementsprechend verbaut. 5 Stück bin ich gerade am gucken. Einer ist für Spindel hoch runter. Einer ist für Spindel links, rechts, oder? Ja, und 2 sind von vorn zurück. Macht 4. Hier steht 5. Also ich habe 5. Gut. Vielleicht haben die schon mitgedacht, dass ich einen kaputt mache. Weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht, aber wir haben die NEMA 23 Motor. Was fehlt jetzt noch? Wir haben die Grundplatte. Und gehört noch zur Spindel. Wir haben die Grundplatte und da habe ich mir gedacht, wie mache ich das Ganze? Also ich wollte ja ursprünglich einen Tisch bauen, so ein bisschen wie den hier, oder wie eine Werkbank, oder besser gesagt wie eine Hobelbank, relativ stabil bauen. Aber das Problem ist, oder war A, die Zeit, und B, habe ich auch mal grob zusammengerechnet, das Holz kostet auch nochmal eine Ecke. Und dann bin ich zufällig bei eBay Kleinanzeigen auf diesen Tisch gestoßen. Und das ist ein Tisch, der hat Breite, glaube ich, 90. Sollte er haben. 90 und Länge 1,60. Das heißt, meine Fräse geht hier drauf. Na, nicht ganz, 1,58. 2 cm hin oder her. Das heißt, die Fräse sollte hier drauf passen mit den Füßen zumindest. Das Portal steht links und rechts über. Und ich werde die hier festschrauben und werde dann zwischen die Füße eine Grundplatte bzw. eine Opferplatte legen. Das heißt, ich werde den auf den Tisch hier schrauben und werde dann dazwischen eine Opferplatte mir fräsen, die dann auch wiederum auf den Tisch aufgeschraubt wird, die ich aber tauschen kann. Die Fräse kann stehen bleiben und nur die Platte zwischendrin wird getauscht. So ist aktuell der Plan. Und vor allem ist so auch der Plan, dass ich hier 2 Opferplatten nehmen kann, nämlich
Diese Kamera macht mich wahnsinnig. Ohne Witz. Eine für saubere Arbeiten, wie Holzfräsen, also sprich nur mit Absaugung oder mit Luftdruck. Und eine mit einer Minimalmengenschmierung dann für Alu. Wobei ich auch schon gesehen habe, dass viele von euch natürlich Alu auch trocken fräsen. Bisher mache ich das immer mit einer Minimalmengenschmierung und fahre auch ganz gut. Auf jeden Fall will ich mir die Opferplatte von Sauber nicht versauen, durch das, dass ich jetzt da Schneidöl drauf bringe. Deswegen werde ich wahrscheinlich eine so und eine so machen. Beide werden hier drauf montiert und plan gefräst. Wie es vom Einrichten her ist, muss ich dann gucken, ob ich die wirklich einfach tauschen kann und dass die auch wieder so liegt wie vorher oder ob ich da jedes Mal dann wieder alles ändern muss. Zeit wie Zeit, habe ich ja selber noch nicht gehabt den Fall. Ganz kurz noch zu dem Tisch, wie gesagt, eBay Kleinanzeigen habe ich den geschossen. Und das ist eigentlich ein relativ günstiger Tisch, habt ihr mit Sicherheit auch schon mal gesehen. Das ist ein Tisch, wo zwei so Bänke mit dazugehören. Die Bänke habe ich zersägt und habe rundherum unten nochmal einen Rahmen sowie unten drin eine Verstärkung damit angelegt, denn die Bank brauche ich nicht. Und jetzt steht das Ding bombenfest, da wackelt nichts, da geht nichts durch, da kann ich auch drauf rumhüpfen, da passiert gar nichts. Deswegen bin ich da ganz zufrieden und ich glaube, das ist eine gute Lösung und ein guter Kompromiss jetzt am Anfang, um die Fräse aufzustellen. Denn wenn ich den Tisch noch hätte bauen müssen erst, bevor ich mit der Fräse anfange, das hätte ich gar nicht ausgehalten. Kommen wir noch kurz zur Spindel. Seht ihr mich überhaupt noch? Ach, ich hol's mal hin. Ich habe mir echt überlegt und habe mit dem Elektriker gesprochen. Was machen wir denn mit der Spindel? Wie schließe ich denn die jetzt an? Ich habe eigentlich keine Lust hier extra den Schaltschrank umzubauen bzw. eine extra Leitung zu legen. Und jetzt ist es so, ich habe in meiner Werkstatt drüben, ich habe in meiner Garage und hier in der Garage habe ich sowieso, ich glaube, ich habe hier mehr Starkstromanschlüsse oder Drehstromanschlüsse wie normale Steckdosen. Deswegen war der Rat zu diesem Ding hier. Das ist ein Baustromverteiler. Den kann ich hier an einer Starkstromsteckdose anstecken und habe dann dementsprechend drei Sicherungen vorgeschalten und den FI natürlich, ganz normal FI und drei Sicherungen oder drei Phasen. Ich bin kein Elektriker, nagelt mich nicht fest. Ich sage, es läuft auf drei Sicherungen. So, hier habe ich jetzt drauf geachtet. Wie gesagt, war ein Rad, den ich bekommen habe. Der hat jetzt nochmal innen drin eingebaut einen. Wenn er aufgeht. Nochmal einen FI verbaut und nochmal drei Sicherungen hier für die Dosen. Und das finde ich genial, denn ich spare mir jetzt sozusagen in meinem Schaltschrank die Sicherungen und stecke das hier direkt an. Das heißt, ich habe jetzt einmal hier die Spindel, die hier drauf geschalten wird. Ich habe den PC und ich habe die Fräsersteuerung. Das alles läuft über dieses Stück und wie gesagt, läuft technisch gesehen über einen Starkstromanschluss hier, der natürlich etwas mehr Absicherung hat als eine einzelne Steckdose. Ja, zumal ja, ja meistens ja auf einem solchen Stromkreis auch unter Umständen das Licht geschalten ist. Also bei mir im Keller ist es so, dass ich natürlich einmal die Kraftdose habe mit drei Sicherungen und dann habe ich eine Sicherung, die schaltet diese Werkstatt inklusive Steckdosen und Licht und alles drum und dran. Plus nochmal einen Nebenraum. Das heißt, da hängt eh schon viel dran. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich meine Deckenbeleuchtung anhabe, habe ich ja jetzt schon den ersten Verbraucher. Jetzt will ich dann noch die Spindel, den Frequenzumrichter, die ganzen Motortreiber und so weiter. Ja. Ihr seht, wo das hinführt. Wollte ich eben nicht, deswegen gibt es jetzt dieses Modul, das dazwischen geschalten wird. Und ich hoffe, dass das auch alles so funktioniert. Ihr seht, jetzt steht noch ein bisschen was rum. Wir gehen es einmal ganz kurz durch, denn das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. Das hier war alles vom Onkel in der Beschreibung, in der Teileliste. Und das ist auch alles, was erklärt wird, bis auf die Spindel. Bei der Spindel müsst ihr euch selber helfen. Da müsst ihr einfach im Internet gucken und die Anleitungen durchschauen, etc. Ja, da müsst ihr schauen, was ihr macht, wie ihr es macht. Ein Teil habe ich noch drüben liegen, denn das muss ich löten. Das ist im Endeffekt das Steuerbord, die Steuerplatine. Und hier ist es so, vom Onkel kriegt ihr die Empfehlung zum Tillboard. Das ist die Platine, da kommt, glaube ich, ein Arduino Uno oder ein Mega oder irgendwie sowas drauf. Und der übernimmt dann die ganze Kommunikation zwischen Fräse und PC und steuert die Motortreiber an.
Ich habe mich hier für ein Timo heißt er, Timo Althaus, irgendwie so. Also vom Timo auf jeden Fall für das Board entschieden. Das ist auch super, ist im Endeffekt relativ gleich. Man muss es auch selber löten, es gibt einen Bausatz, es kommt alles, man lötet es. Ich blende euch auch mal irgendwo ein Bild ein, ihr wisst, wo Platz ist. Und verlinke euch das mal unten. Und hier gibt es dann auch noch die Sachen mit Handrad und allem weiteren. Was mir ganz gut gefallen hat, ich kann hier anfangs jetzt mit Estelcam arbeiten. Denn ich muss zugeben, meine andere Fräse läuft mit Mach 3. Mach 3 ist für jemanden, der keine Ahnung von Fräsen hat, komplett chinesisch. Also das ist, ja, ich brauche da wahnsinnig lang für jeden Handgriff, deswegen nutze ich es auch so selten. Es macht einfach keinen Spaß. Die Hälfte der Zeit verstehe ich gar nicht, was sie da macht, die Maschine. Und es gibt auch nicht diese Community. Also es gibt nicht, dass ich sagen kann, wow, Mach 3, da läuft alles super und da habe ich 800 Ansprechpartner und wenn ich da mal irgendwo in ein Forum schreibe, dann geht es da ab. Nee, das passiert da nicht. Bei Estelcam kenne ich von meiner ersten Fräse, das war eine umgebaute Proxon-Fräse. Das ist halt super einfach und gerade für den Einstieg. Ich habe die Achsen, die ich brauche, gut, ich habe keine vierte Achse, aber brauche ich jetzt momentan auch nicht. Ich will jetzt erstmal nur was fräsen und da ist es super. Die Community ist super groß, es kennen sich echt viele Leute aus, es gibt Tutorials, vor allem auch in Deutsch. Ja, deswegen, das war mir ganz wichtig, dass ich mit Estelcam hier anfangen kann. Kann ich nur empfehlen, auch das, ich verlinke euch wirklich alles. Und ihr kriegt eine Liste an Links. Dass ich damit anfangen kann, aber mit dem Board ist es möglich, dann später auf andere Cam-Programme umzusteigen. Das heißt, ich kann später immer noch zu Mach 3 umsteigen oder ich kann auch zu Linux C&C umsteigen. Das sind welche, die habe ich mir so bloß am Rande mal angeguckt. Da ist der Vorteil, die unterstützen meine vierte Achse, denn ich habe eine vierte Achse. Ich habe einen Teileapparat und wenn ich den irgendwann mal nutzen will, brauche ich vielleicht ein anderes Cam-Programm. Ist hier möglich. Ja, wie gesagt, auch da gibt es eben das Thema mit dem Handrad oder Handsteuerung und so weiter. Finde ich alles super spannend. Gucke ich mir so nebenher an. Ich gucke ja nicht Fernsehen, ich gucke nur YouTube, habe ich manchmal so das Gefühl. Deswegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Board ist noch drüben, denn ich bin immer noch am Löten. Also das Hauptboard habe ich gelötet, aber ich bin noch dran an dem Wireless-Adapter. Und der für die Steuerung da ist, das habe ich noch alles drüben liegen. Das ist mal ein Teil, das ihr auf jeden Fall braucht. Dann braucht ihr im Endeffekt die Motortreiber. Ich habe hier auch die aus der Empfehlung DM 52 sind Endstufen Lidschein DM 52 DM 542, mache ich erzählen. Also die Endstufen habe ich mir bestellt. Kriegt ihr auch alles direkt bei Estelcam. Wie gesagt, da werden die auch direkt verkauft. Und die übernehmen im Endeffekt die Steuerung. Das heißt, für alle, die meinen Kanal von der Modellbauseite her kennen, das ist sozusagen der Fahrregler. Ja? Das Tillboard oder das vom Timo, das ich habe, das ist im Endeffekt der Empfänger, der das Ganze, die Signale verarbeitet. Das hier sind die Fahrregler und die hier machen, dass die Motoren sich drehen in die Richtung, in die sie sollen und zwar genauso weit, wie sie sollen. So, da brauchen wir 4 Stück. Da haken hier mal kurz ab. Estelcam Klemmadapter ist im Übrigen das Pandor dazu, also könnt ihr auch bei Estelcam kaufen. Ist, wie gesagt, auch absolut ausreichend. Die Endstufen brauchen wir. Dann brauchen wir 2 Netzteile, 45 und 24 Volt. Nämlich einmal für das Board und einmal für die Motortreiber. Das ist jetzt hier das 12 Volt. Ne, das ist das 24 Volt, 5 Ampere. Hier bin ich auch dem Link einfach gefolgt. Zu dem hier. Und dann habe ich mir direkt bei Estelcam das 45 Volt Modul und Netzteil bestellt. 320 Watt.
So, 45 Volt, 320 Watt. Habe ich mir bei Estelcam bestellt. Hier, auch aus dem Bereich vom 3D-Druck her, ich würde an den Dingern nicht sparen. Wirklich nicht. Weil wenn die ultra billig verarbeitet sind, ja, also mir ist ja mal einer abgebrannt. Ein Drucker. Hier. Ist alles kacke, deswegen würde ich das nie empfehlen. Ja, kauft euch gescheite Netzteile. Habt ihr mehr Spaß dran. Einmal Hutschiene. Das ist das hübsche Teil hier hinten. Da wird alles montiert. Montageanleitung ist ja auch mit dabei bei dieser Liste. Dann habe ich hier Steuerleitung geschirmt, 4 x 0,75 Quadrat. Ja, da kann ich nur an andere Videos und andere Empfehlungen anknüpfen. Kauft euch hier ein gescheites, eins, das schleppkettentauglich ist und dementsprechend mit Schirmung ist. Denn wir haben hier den Frequenzumrichter, wir haben einen Haufen Technik und einen Haufen Elektronik und ganz, ganz viele Leitungen, die hier gebündelt in einem Kanal laufen. Also, das sind hier die Öflex-Kabel 4 x 0,75 mit Schirm. Das ist das CY übrigens, habe ich gelernt. Dann haben sie einen Schirm. Die sind jetzt allerdings nur für die Motoren, dummerweise. Denn ich habe jetzt im Nachgang erst gelesen, man soll für eine 2,2 kW Spindel ein 1 Quadrat Kabel nehmen. Das muss ich mir aufschreiben, mal 1,0 Quadrat, weil die einfach mehr Ampere ziehen kann und ich will nicht, dass das Ding abfackelt. Ich glaube nicht, dass hier viel passiert, aber man weiß es nicht. Und lieber haue ich hier ein Kabel stärker rein, noch bin ich am Anfang, das heißt, ich habe noch alle Sachen offen. In der Dinge stand drin, wir brauchen Stecker. Ich weiß jetzt nicht genau warum. Kabelverschraubung, Aderhülsen-Set. Hier sind jetzt Kabelverschraubungen, Gegenmutter, Kabelverschraubungen, Aderhülsen-Set, Twin, Gabelschuhe, Ringkabelschuhe und so weiter. Das habe ich alles da. Das habe ich jetzt nicht mitgestellt. Das zeige ich euch jetzt hier in dem Fall nicht. Kabel mit Schuko-Stecker. Einmal, ich habe zwei bestellt. Wer weiß, was ich vorhabe. Wer weiß, was ich vorhabe. USB-Kabel, Stecker abgewinkelt, das habe ich auch. Dann kommen jetzt lauter Schaltlitzen. Und hier haben wir im Endeffekt blau, schwarz, orange, rot und grün-gelb für die Erdung und Schirmung etc. Einmal Kabelsalat. Dann haben wir hier drei Relais. Die Relais sind im Endeffekt dafür da, dass ich vorne solche Steckdosen ansteuern kann, wo ich Staubsauger oder Kompressor etc. schalten kann, direkt aus Estelcam oder aus der Software raus. Ob ich das brauche, weiß ich nicht, aber wenn ich es eh baue, dann bauen wir es gleich mit. Dann habe ich hier noch einen Netzfilter. Das sind hier die Verbindungsklemmen und wir haben hier noch mehr Verbindungsklemmen. Halterverbindungsklemmen und was ist das hier? Befestigungsadapter. Genau. Schaltlitzen habe ich alle, Kabelverschraubungen, das brauchen wir noch. Halterverbindungsklemmen haben wir, Verbindungsklemmen selber haben wir. Mir fehlt noch ein Nockenschalter. Das ist so ein Ausschalter, der auf zwei Phasen schaltet. Und da fehlt noch. Der fehlt noch, den muss ich noch bestellen. Aber ansonsten habe ich hier, glaube ich, mal alles drin, was wir dann für den Schaltschrank brauchen. Und beim Schaltschrank war ich mir tatsächlich zuerst unsicher, was ich hier mache. Achso, habe ich noch. Ich habe hier noch gleich Druckluftleitungen, die möchte ich in den Kabelkanal gleich mit einlegen. Werkzeug. Jawohl. Ach, ja, leer. Die wollte ich da gleich mit einlegen für die Druckluftleitung, damit ich das wegblasen kann. Ich hoffe, es geht alles da auch hinein. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach, wieder vergessen. Also, soweit ist eigentlich... Ach, Schaltschrank. Ich habe mir echt jetzt überlegt, was ich mache.
Aber haben jetzt ganz viele gesehen, es gibt ein paar, die haben das aus einem alten Rechnergehäuse gemacht. Und jetzt ist aber so, mir war das alles so ein bisschen, ja, zu klein oder zu eng. Ich habe gerne etwas mehr Platz, wenn ich da solche Verschraubungen mache, beziehungsweise man weiß ja nicht, was noch dazu kommt. Deswegen habe ich mal geguckt und habe tatsächlich mein eigenes Computergehäuse gefunden. Uch. Ein alter Chief Tech Tower. Neu, quasi unbezahlbar. Also die Dinger sind richtig teuer, sind aber für Computer eigentlich richtig geniale Sachen. Ich habe sie geliebt. Also meine Rechner waren lange, lange Zeit genau in diesem Gehäuse. Denn man hat Platz. Ich kann hier jegliche Sport einbauen, ich kann riesen Lüfter einbauen und so weiter. Mittlerweile ist es allerdings so, dass ich mein Büro umgebaut habe und einfach zu wenig Platz habe, um jetzt dieses Riesenteil immer einzubauen. Das heißt, die letzten 3, 4 Computer waren jetzt alle in einem normalen Gehäuse und der steht nur rum. Und ich habe heute wieder ein tolles Video angeschaut zum Thema Schaltschrank. Allerdings jetzt nicht für die Volksfräse, sondern von der MP-C&C, also von der Most Printed C&C-Fräse heißt es, glaube ich. Und der hat seinen Schaltschrank astrein erklärt. Auch das verlinke ich euch. Ist sehr, sehr, sehr interessant. Ich tue mir schwer, das dem Ganzen zu folgen. Also das ist jemand, der kennt sich da aus. Hier ist es so, und das habe ich eben schon öfters gesehen, das heißt, die trennen einmal die Hochvoltzone von der Niedervoltzone. Das heißt, ich will hier unten das Board hinbauen, dann die Treiber und jetzt ist hier dazwischen eine Strebe, die werde ich noch komplett schließen und auch auf die Schirmung legen und dann kann ich hier oben die Netzteile einbauen. Das heißt, ich trenne einmal hier oben, wo viel Strom fließt, von einmal hier unten, wo eben weniger Strom fließt, wo ich nur 5 oder 12 Volt eben von den Boards habe und von diesen Schaltern. Das will ich hier unten einbauen. So ist der Plan. Ich werde hier noch die Lüfter einbauen. Und wie gesagt, was halt echt cool ist an dem ganzen Ding, ich kann hier alle Schalter hinbauen, wie ich sie brauche. Ich kann die Rückwand noch rausnehmen zur Montage von den Hutschienen. Dann habe ich nur noch den Rahmen stehen. Und ich kann, wenn ich möchte, hier vorne im Endeffekt auch noch Sachen unterbringen. Es ist ein PC-Gehäuse und von dem her, ja, wir werden die Schirmung komplett drauflegen. Ich werde unter Umständen hier die Platte hier mit einem Scharnier versehen, damit ich die aufklappen kann, denn auch hier wird ja die Schirmung mit aufgelegt und beziehungsweise die Erdung und deswegen hier halt zu. Da weiß ich noch nicht, ob und wie ich das mache, aber kommt Zeit, kommt Rat. So ist auf jeden Fall mal der langfristige Plan. Ja, bleibt mir offen. So ist mal der langfristige Plan von dem Ganzen, dass das ganze Zeug hier hineinwandert. Ja. Jawohl, ansonsten fehlt dann nur noch der PC selber, auf dem Estelcam läuft. Der steht auch schon da, aber ja, ist noch ein Weg. Es ist noch ein Weg, den ich hier vor mir habe. Und ich möchte euch aber mitnehmen. Wie gesagt, hat mal nichts direkt mit dem RC-Modellbau zu tun, aber vielleicht findet ihr das auch ganz spannend. Und ja, wenn nicht, hört euch den Anfang an, ihr seht, wo ich stehe und sagt, ach, das interessiert keinen, dann schaltet ab. Wenn es euch interessiert, dann freue ich mich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, dann weiß ich, dass das auch gefeiert wird von euch, dass wir mal ein bisschen was anderes machen und ich mal ein bisschen was anderes mit euch zeige. Und ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ob es ein RC-Video ist oder ob es hier schon mit der Fräse weitergeht, weiß ich noch nicht. Wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid und bis dann.